Naja, aber das mit den Amuletten auch nur so eine kleine Randnotiz. Randnotiz am Rande, ja, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Egal. Yippie! Der Hylia-See erlangt seine. Ah ja. Das Wasser steigt und das Böse verlässt den See. Hering, du hast es geschafft. Yeah, we did it! Party! Ruto wollte sich bei mir bedanken? Ich verstehe. Auch in ihrem Namen müssen wir Hyrule den Frieden wiederbringen. Schau, Hering. Du und Prinzessin Ruto, ihr habt gemeinsam das bösartige Monster besiegt. Nein, ich war das ganz alleine. Warum sprechen die immer von der Wir-Form, wenn wir die ganze Drecksarbeit machen? Unfassbar. Der See füllt sich mit reinem Wasser und alles ist wie zuvor. Ja, herrlich. Ja, herrlich. Dam, 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 dam. Der gute Sheik. Immer wieder für einen seltsamen Moment gut. Jetzt steht er da oben auf dem Baum. Und hüpft dann herunter in den See. Und ist verschwunden auf. Ja, auf bald. So, und jetzt sind wir hier, also hier. Glaube ich, ja, am Hyliasee. Und wenn wir uns jetzt ganz flott beeilen, schaffen wir vielleicht noch etwas freizuschalten. Ja. Bob, 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 bob. Erklärung folgt gleich. Denn wenn wir jetzt nochmal gucken, wo wir da drauf stehen und so, dann. Ja. Finden wir hier diese Steinplatte, auf der steht, wenn das Wasser den See ausfüllt, ziele auf die Morgensonne. Als Kind braucht man das mit der Schleuder gar nicht erst probieren, weil das bringt nichts. Und ja, wenn der Hyliasee noch nicht mit Wasser gefüllt ist, dann kommt man hier selbst komischerweise natürlich auch nicht hoch. Also was heißt komischerweise, man kommt ja dann hier einfach nicht mehr hoch. So, aber jetzt haben wir hier eben die Feuerpfeile gefunden. Ein nettes, kleines Easter Egg, ich weiß es nicht. Die Feuerpfeile sind jetzt nicht zwingend notwendig, glaube ich, um das Spiel zu beenden, aber sie erleichtern einiges ungemein. Weil jetzt braucht man eben nicht mehr durch seltsame Fackeln schießen, um andere Fackeln anzuzünden, sondern man kann direkt mit dem Feuerpfeil irgendwo draufziehen, drauf zielen und es entflammen und ja. Das macht der Feuerpfeil. So, und jetzt haben wir hier also den Hyliasee. Den Hyliasee, den Hyliasee. Aber ich glaube. Ja gut, wir haben jetzt Zoras Reich gerettet. In Anführungszeichen vielleicht nur, weil wenn wir jetzt zurück zu Zoras Reich gehen würden, dann würden wir feststellen, dass sich dort gar nichts verändert hat im Prinzip. Also, da ist immer noch alles vereist und man kann dort nur mit König Zora reden. Warum das so ist, keine Ahnung. Ich meine. In den anderen Gebieten hat man dann ja auch so. Hat sich ja auch wieder alles normalisiert. Also keine Ahnung, warum sich Nintendo dafür entschieden hat. Warum Zoras Reich eben nicht wieder von der dicken Eisschicht befreit wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie zu aufwendig gewesen wäre oder so, weil im Endeffekt hätten sie doch nur die ganzen Texturen, also das ganze Areal wieder übernehmen müssen von dem, was man halt als kleine Link besuchen kann. Und das hätte man dann einfach, und dann hätten halt alle Zoras dagestanden und gesagt, danke, danke, danke und so weiter. Aber irgendwie keine Ahnung, warum das hier so ist. Na gut, müssen wir mit leben. So, jetzt habe ich jede Menge Gegenstände hier eingesammelt und im Endeffekt ist das alles sehr schön und toll, aber ja. Hyliasee geschafft und so weiter und so fort und im Endeffekt. Ich bin müde. Ja. Die nächste Station auf unserer Reise wird. Ja, der Schattentempel sein. Also, wir hätten die Wahl so ein bisschen, ob wir zuerst Wüstentempel oder Schattentempel machen. Wobei, so richtig die Wahl dann doch nicht, weil wir brauchen in jedem Falle für den Wüstentempel, beziehungsweise ich brauche in jedem Falle für den Wüstentempel das Auge der Wahrheit.
Da müssen wir sowieso vorher nach Kakariko und den kleinen Zusatzdungeon da machen. Aber das sehen wir alles dann beim nächsten Mal. Morgen, höchstwahrscheinlich, spiele ich dann weiter. Genau, so, also nächste Station, Schattentempel, Wassertempel. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert als erwartet, aber okay, konnte ich so im Vorfeld nicht abschätzen. Ich hoffe, es hat euch wieder einigermaßen gefallen, mir zuzuschauen. Ich war heute ziemlich informativ, denke ich, irgendwie oder so oder überhaupt. Ich habe keine Ahnung. Hat mir jedenfalls Spaß gemacht, das so durchzuspielen und ich bin jetzt froh, dass das mit dem Wassertempel vorbei ist. Ja. Herringway verabschiedet sich jetzt von euch und sagt deshalb einfach mal Tschö mit Ö. Bis demnächst.